Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute sind wir an der Fantasy Basel. Und natürlich nehmen wir euch wieder so ein bisschen mit und zeigen euch, was da alles geht. Willst du noch etwas sagen? Wir haben uns nicht verkleidet. Really? Riesen Lappen. Wir sind mit dem Zug angereist und es geht jetzt auch wieder mit dem Zug heim später dann. Yes. Jetzt sind wir gerade im Star Wars Abteil. Einfach R2-D2. Jetzt kommt die Freundin von R2-D2. Zeig mal den Stand. Churros. Debris ist auf jeden Fall ein 90s am Crackers, gell? Yes, sir. Bro, da kannst du einfach im Auto Rocket League spielen. Zeig mal, was du für Skills hast. Mein Bruder hält sich jetzt noch so ein Armband mit seinem Vornamen auf Japanisch zum Abschluss vom Abend. Yes. Zeig mal dein Band. Guess the name. Was ist das für ein Name? Was sagst du deinem Band? 10 von 10. 10 von 11? 11 von 10? 11 von 10. Easy, top. Hey Jungs, da kann man ein echtes Katana für 2600 Steine kaufen. Do not touch. Was heisst das, Bro? Man kann es berühren. Ja, oder? What the hell? Einfach Stormtrooper am Game. Wir kommen jetzt noch zum Schluss vom Abend, vom Fantasy Basel Abend. Das Lichtschwert von Luke Skywalker. Let's go! Es gibt dann Flyer für den Online-Shop. Ja, safe. Merci. Yes.
Swiss Sable. Was hast du dir für Eis geholt? Das Luke Skywalker. Let's go. Welche Farbe hat das? Kommentiert jetzt kurz. Jetzt gehen wir zum Ausgang. Dann. Ey Leute, das ist richtig bitter, Mann. Bei meinen Schuhen geht einfach schon die Farbe weg. Was ist das, Mann? Wenn du da noch ein Sneaker-Unboxing-Bag habt, um ein Video machen. Was für Sneaker-Unboxing? Einfach normally Unboxing. Why, let's go. Bro, wir sind gerade so lost, wir sind zweimal falsch gelaufen. Wir haben gemeint, Movie Stage ist da hinten, der Bist steht vorne mit Zickzacks gelaufen. Einer ist für, einer ist zurück. Wir machen einfach Interview. Das Off-White-Schuhe. Ey, das kann's doch nicht sein, Bro, wir sind schon wieder falsch. Das ist doch nicht Movie Stage, Mann. Und jetzt wieder alles hier rauflaufen. Let's go. Da ist übrigens mein Snapchat, das ich gekauft habe. Für Updates tun wir uns gerade bei euch melden, gell? Sie sind in Halle 1. Sie sind in Halle 1, also wir gehen jetzt auch in Halle 1. Tschüss! Kannst du auch gut tanzen? So, wir haben jetzt endlich den Ausgang gefunden. So sieht Fantasy noch im Hintergrund aus. Jetzt gehen wir aufs Tram, dann auf den Zug. Dann am Bahnhof, dann auf den Zug und dann am Bahnhof Luzern. Das habe ich gern. Oh, was ein Rap. Spass, wir melden uns bald wieder. Jetzt sind wir noch im Tram, das gibt es schon nur im Wasser. In Zürich, in Luzern nicht. So, jetzt sind wir am Basel Bahnhof angekommen. Jetzt geht es auf den Zug Richtung Luzern. So, wir sind jetzt hier mit dem Zug angekommen. Mein Bruder tut noch seine PET-Flasche wegrühren. Ey, es ist by the way, es ist einfach schon dunkel geworden. Schau da runter. Das Handy weggerührt. What the hell? Wir sind jetzt in Luzern angekommen und wir müssen jetzt einfach eine halbe Stunde warten, bis unser Bus kommt. Oder? Jetzt in dieser Zeit, wo wir warten. In dieser Zeit, wo wir warten, können wir noch eine Story erzählen. Und zwar, wir sind jetzt so an der Fantasy gewesen, nachher springen einfach so zwei Jungs auf uns und dann, was haben sie gesagt? Und dann säckeln sie so auf uns zu und dann geben sie uns einfach ihr Handy in die Hand und sagen, könnt ihr unseren Kollegen grüßen? Sie haben nicht gesagt, wir kennen euch von TikTok, von Instagram. Da hinten ist jetzt Luzern. Luzern bleibt nicht da. Bro, was hat er gesagt? Ey! Grüße meinen Kollegen, bitte! Und wir haben so ganz gecheckt, ob er meint im Video oder so. Mein Bruder hat schon notieren für einen Videogrüß und nachher packt er so Handy in die Hand, öffnet so Snapchat. Grüße meinen Kollegen, please! Ich hoffe, unsere Eindrücke von der Fantasy in Basel haben euch gefallen. Und somit ist das mit dem heutigen Video gewesen, mit dem YouTube-Video. Was dürfen die Leute nicht vergessen? Like, abonnieren und... Like und abonnieren. Und Glocke aktivieren. Yes. Da haben wir noch Luzern im Hintergrund. Schönen See und somit tschüss. Wir sind jetzt wieder daheim angekommen. Heute an der Fantasy jetzt extrem viel Leute gehabt. Jetzt zum Abschluss noch ein kleines Unboxing und zack! So sieht mein Leuchtschwert aus.